Mit Ihrem Einsatz bewegen wir Kultur. Swisslos wünscht Ihnen viel Vergnügen. Dorf Sainte Croix bei Yverdon im Kanton Watt ist unser Kulturplatz heute. Wir machen Station in der Brasserie Trois Dames. Hier am westlichen Rand der Schweiz ist Hopfen und Malz nicht verloren. Ganz im Gegenteil, hier wird sogar Bier gebraut. Und das bedeutete einst Hopfen, Malz, Wasser, Hefe, fertig. Das wurde vor 500 Jahren so festgelegt im sogenannten Reinheitsgebot, das älteste Konsumentenschutzgesetz sozusagen. Aber das interessiert hier und heute in Sainte Croix den Bierbrauer Raphael Mettler wahrscheinlich herzlich wenig, oder Raphael Mettler? Ist das total veraltet, das Gesetz? Ja, für uns schon. Also ich kenne es schon, ich weiß schon, was es bedeutet. Aber wir sind mehr von belgischen, nordamerikanischen oder englischen Bier inspiriert. Und wir benutzen viel Früchte und Gewürze, also ist es nicht das Thema. Dann freue ich mich, das auszuprobieren und ein Bier zu brauen nachher. A bientôt. A bientôt. Ja, unsere Vorstellung von Reinheit, die hat sich gewandelt, nicht nur beim Bier. Was gilt heute als rein, was als unrein und vor allem weshalb? Darüber wollen wir weit über den Bierkrug hinaus nachdenken, denn längst nicht alles ist ganz sauber, was als rein gilt. Reine Werte. Warum wir Abgrenzungen brauchen. Reine Rasse. Das Tagebuch der Anne Frank und der Wahn der Nazis. Reine Form. Der Meister des Schnörkellosen im Museum für Gestaltung in Zürich. Reine Wahrheit. And the Oscar goes to... Ein Oscar für das Journalistendrama Spotlight. Oh, c'est trop dur! Merci! De rien! Also hier geschieht jetzt das sogenannte Einmeischen, das Vermischen von Malz, also die Gerste, mit dem Wasser. Ja, wenn wir von Reinheit sprechen, das gilt auch fürs Bier, dann meinen wir schnell einmal die Sauberkeit. Aber Reinheit meint viel mehr als unsere alltäglichen Hygieneregeln. Mit der Reinheit, mit diesem Passus, ordnen wir unsere Welt im Guten wie im Schlechten. Nicht nur sauber, sondern rein, porentief rein. So wollen wir sein, so sollen wir sein. Reinheit ist ein Qualitätssiegel. Auch für unsere Begleiter. Da schaltet man beim Auto lieber einmal zu viel als zu wenig in den Waschgang. Auf Reinheit basiert ein zentrales Wertesystem. Mit ihr teilen wir die Welt in Gut und Böse. Zu dieser Erkenntnis kommt Peter Burschel. Hallo, ein Kaffee bitte. Den Historiker treffen wir in einem Berliner Waschsalon mit integriertem Kaffee. Er forscht zur Bedeutung von Reinheit in der Menschheitsgeschichte. Peter Burschel erkennt in ihr einen kulturellen Code und damit einen Schlüsselbegriff menschlichen Zusammenlebens. Reinheit dient uns dazu, uns selbst zu definieren und aber auch Welt zu definieren, unsere Wahrnehmungen zu homogenisieren und auf diese Weise eben so etwas wie eine Gruppenidentität auszubilden. Wer sich einer Gruppe zugehörig fühlt, teilt deren gemeinsame Werte. Sie verstärken die Bindung. Reinheit ist einer dieser Werte. Sie bestimmt mit, wie wir die Welt sehen und zu welcher Gemeinschaft wir uns zählen. Denn was schmutzig ist und was rein, definiert jede Kultur anders. Nicht überall wird etwa das Essen mit bloßen Händen als hygienisch bezeichnet. Nicht alle erachten Homosexualität als sittlich und damit als rein.
und nicht jeder Glaube verlangt eine Waschung vor dem Betreten des Gotteshauses. Mit Reinheit be- und verurteilen wir. Diese Kategorisierung von Menschen erhielt mit Martin Luther eine neue Dimension, die bis heute die Debatte prägt. Der Reformator verknüpfte sie mit einem moralischen Anspruch. Meine These ist, dass sich vor allen Dingen im späten Mittelalter und in der Wende zum 16. Jahrhundert, zur sogenannten frühen Neuzeit, nicht zuletzt befördert durch die Reformation, eine spezifische Reinheitsvorstellung herausgebildet hat, die eben sehr, sehr stark auf dem Prinzip der ethischen Reinheit beruht. Ethische Reinheit führt zur Selektion. Jede Gruppe definiert, was sie für wertig hält und was für mangelhaft. Sie legt fest, wer ihrer Vorstellung von Reinheit entspricht. Das führt zu gefährlichen Abgrenzungen. Denn damit bestimmt sie auch, wer ihr nicht genügt. Das kann ganz konkret und ganz direkt tatsächlich über Reinheitsdiskurse laufen, indem man bestimmte Gruppen als unrein bezeichnet und sie dann sozial stigmatisiert, marginalisiert. Ja, möglicherweise kann das bis zum Genozid gehen. Dieses Schicksal erlitten muslimische Männer in Srebrenica während des Bosnienkriegs 1995. Bosnisch-serbische Truppen führten Massenerschießungen durch, in ihren Augen ein Ungeziefer, der Völkermord als Folge ethnischer Säuberung. Auch der IS verdammt seine Gegner als unrein, um Gewalt zu rechtfertigen. Etwa bei der Zerstörung von religiösen Stätten, die nicht mit ihrem fundamentalen Glauben in Einklang stehen. Selbst Moscheen können zum Hort des Schmutzes werden. Für die UNESCO ein Fall kultureller Säuberung. Ebenfalls um Säuberung ging es dem IS bei den Anschlägen in Paris im vergangenen November. Für die Islamisten ist die französische Hauptstadt der Sündenpfuhl des dekadenten Westens schlechthin. Vorstellungen von Reinheit schwingen auch bei Protesten gegen Flüchtlinge mit, wie in Ostdeutschland. Extremisten fürchten eine Vermischung der Gesellschaft, in ihrem Gedankengut eine Verunreinigung des Blutes. Reinheit und Unreinheit schließen sich eben gegenseitig aus. Wir können, glaube ich, fast alle Konflikte, mit denen wir gegenwärtig beschäftigt sind und die uns umtreiben, ein Stück weit auch auf solche Vorstellungen zurückführen. Oder vielleicht anders gesagt, ich würde die These wagen, dass immer dann, wenn wir es mit einer Intensivierung von Reinheitsvorstellungen, Reinheitspraktiken, Reinheitsrhetoriken zu tun haben, dass wir immer dann auch es zu tun haben mit Prozessen der Fundamentalisierung und auch der Radikalisierung. So positiv das Streben nach Reinheit im Alltag sein kann, so hellhörig müssen wir bleiben, wenn von Reinheit die Rede ist. Denn nicht jede Säuberung lässt uns unbeschmutzt zurück. Im Keller von Trois-Dames reift ein spezielles Barrique-Bier 12 bis 18 Monate in ehemaligen Weinfässern von Saint-Emilion. Etwas als rein gilt, ist das Unreine natürlich nicht weit. Und so hat auch die Reinheit ihre Schattenseiten. Der Rassenwahn des Dritten Reichs ist wohl das düsterste Kapitel und hat Millionen von Menschen das Leben gekostet. Eine von ihnen war das Mädchen Anne Frank. Ihr Tagebuch, das sie in ihrem Versteck in Amsterdam schrieb, ist weltbekannt geworden. Nun wird die Geschichte von Anne Frank gleich zweimal neu erzählt. Einmal im Film und einmal auf der Theaterbühne. Was sehen Sie, wenn Sie in diese Augen schauen? Glück? Trauer? Hoffnung? Anne Franks Blick meint alles. Ihr Tagebuch ist Zeuge, ist ein Bericht all dieser Gefühle und Zustände. Die erste deutsche Verfilmung über Anne Franks Leben zeigt, wie sie zusammen mit ihrer Familie flüchtet. Ein Amsterdamer Hinterhaus dient als Zufluchtsort vor den Nationalsozialisten. Ihre Welt schrumpft auf ein paar Quadratmeter zusammen. Eine Enge, in der sie zwei Jahre lang leben wird. Anne, geh vom Fenster weg! Weg!
Fenster bleiben zu. Wann können wir die Fenster denn aufmachen? Nie. Die Nachbarn dürfen nicht wissen, dass hier jemand lebt. Bald zieht eine zweite Familie in dasselbe Versteck. Sieben Menschen dicht aufeinander. Und mittendrin Anne. Herr Van Dan. 15 Jahre alt. Peter. In der Pubertät. Willkommen im Hinterhaus. Unsere Gedanken haben genauso wenig Abwechslung wie wir selbst. Wie bei einem Karussell dreht sich alles von den Juden zum Essen, vom Essen zur Politik. Regisseurin Jennifer Wiggum und Schauspielerin Delilah Piasco erarbeiten ihr Einpersonenstück zu Anne Frank. Wie im Kinofilm fokussiert auch sie im Konzerttheater Bern nicht auf die Historie, sondern auf die Figur, auf das Mädchen Anne Frank. Also ich wollte sozusagen hinter die Ikone Anne Frank blicken und ein Mädchen zeigen in all ihren Widersprüchlichkeiten, mit all ihren Ecken und Kanten, die lebendig und vital und frech ist, aber auch sehr verträumt und so viel Hoffnung und hat. Das wollte ich unbedingt auf die Bühne bringen. Hier im Hinterhaus findet mich jeder übertrieben, wenn ich was sage. Lächerlich, wenn ich schweige. Frech, wenn ich eine Antwort gebe. Gerissen, wenn ich eine gute Idee habe. Faul, wenn ich müde bin. Den ganzen Tag höre ich nichts anderes, als dass ich ein unausstehlicher Fratz bin. Wir wollten das Heilige, das Betroffene aus dem Thema ziehen und eben dieses Mädchen aus Fleisch und Blut zeigen, ja. Mit der man sich wirklich identifizieren kann. Was sehen Sie, wenn Sie in diese Augen schauen? Abenteuer? Liebe? Oder Angst? Vertreibung und Ausgrenzung prägen ihr Leben. Sie giert nach Freiheit und Gerechtigkeit. Es herrscht Krieg. Und Anne Frank sehnt sich nach der ersten Liebe. Mal ist sie nachdenklich, dann wieder beschwingt und leicht. Etwa wenn sie Witze über das Leben im Hinterhaus erzählt. Zur Verlesung kommt nun ein von der Versteckskommission verfasster Prospekt und Leitfaden vom Hinterhaus. Während des ganzen Jahres geöffnet. Schöne, ruhige, waldfreie Umgebung im Herzen von Amsterdam. Keine privaten Nachbarn. Miete ist gratis und die Küche fettfrei. Du da, raus! Hände über den Kopf. Anne Frank und ihre Familie werden von der SS entdeckt. In den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs. Sie stirbt Anfang 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Die Welt steht hier auf dem Kopf. Die anständigsten Menschen werden verhaftet. In Konzentrationslager. Und einsame Zellen geschickt. Und der Abschaum regiert über Arm und Reich, Jung und Alt. Es ist so ein Plädoyer für die Menschlichkeit. Es ist so ein, also für den Zusammenhalt und die Hoffnung, die hier tatsächlich ja zuletzt stirbt. Und mit solch einem Plädoyer kann man heutzutage auf jeden Fall auch etwas anfangen. Anne Frank, eines von über 6 Millionen Opfern. Sie musste sterben für die perverse Idee einer reinen Rasse. Ihr Tagebuch, eine Chronik des gesellschaftlichen Niedergangs. Gleichzeitig nimmt ihr jugendlicher Blick dem Zivilisationsbruch die Schwere. Es ist diese Perspektive, die ihre Geschichte zu unserer Geschichte macht. Wir schauen in ihr Gesicht und sehen auch uns selbst. Wenn Anne Frank im Kino zu sehen ist, dann ist das ein guter Grund für uns, sie einzuladen, diese Woche zu gewinnen. Bei uns in der Verlosung 3x2 Kinotickets. Und obendrauf 3 Bücher zu Anne Frank. Unter dem Titel Grüße und Küsse an alle wird die Geschichte von Anne Frank erzählt, die übrigens auch in die Schweiz führt. Raphael Mädle, ist denn eigentlich beim Bierbrauen Reinheit in irgendeiner Form entscheidend? Ja, vielleicht im Bierverfahren muss man präzise sein und im Kochen tut man die Würze sterilisieren. Also das ist schon wichtig, aber sonst
Bei mir Inhalt vom Bier ist für uns mehr wichtig, eben die Freiheit zu haben, mit verschiedenen Rohstoffen zu arbeiten. Das heißt, ihr macht eigentlich das Gegenteil von Reinheit, wenn man da die Beispiele anschaut, oder? Können Sie uns dazu etwas erzählen? Die Inhaltsstoffe, die sehr unkonventionell ja, sind. Ja, da ist eben, das ist gestern aber mit Äpfel, ja, das ist vergoren mit Äpfel und mit Bierhefe. Das ist dann nicht rein, weil es nicht im Reinheitsgebot drin wäre, weil es Haferflocken hat und Dinkel. Und das ist mit einer anderen Frucht, das machen wir mit einem Winzer zusammen. Das heisst Amoureuse, das ist ein Bier mit Trauben. Gibt es denn so etwas wie den reinen Biergeschmack überhaupt? Ja, es ist mehr so eine Sache vom Probieren. Und, zum Beispiel ich, wenn ich angefangen habe, Bier trinken, und ich die dunklen Bier nicht so gerne gehabt. Es ist dann langsam gekommen und ich hatte dann den Geschmack immer so lieber gehabt. Wie wenn, wenn du kochst oder wenn du etwas isst, hat dann gewisse Leute reine Sachen gerne und andere gehen dann mehr ins Extreme, oder? Sie experimentieren sehr viel mit Freude, mit Früchten, mit Gewürzen, mit verschiedensten Sachen. Gibt es für Sie aber auch so etwas wie No-Gos, irgendwelche Schnörkel, Firlefanz oder chemische Zusätze, die für Sie überhaupt nicht drin liegen? Ja, natürlich. Und ich glaube, auch das Reinheitsgebot ist dann entstanden, auch, weil es hat auch gewisse Brauer, die haben dann irgendwas in dem Bier drin, da, wo vielleicht könnte gefährlich sein für den Konsumenten. Wie zum Beispiel? Ja, vielleicht zum Beispiel so Halluzinogen, weißt du, so Weiß ich nicht, was ist das? Halluzinogen? Ja, Halluzinogen. Okay. Also ein bisschen Akzent noch drin oder so. Ja, oder vielleicht Sachen, wo vielleicht eben für den Konsumenten schlecht würde sein. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Aber sonst, ich finde gut, dass wir die Freiheit haben, mit verschiedenen Rohstoffen zu arbeiten. Und ich fühle mich eigentlich näher von einem Koch. Also eine reine Brauer, die nur Reinheitsgebotsbier braut. Sie haben ja schon richtig im Reinen sein mit sich und ihrem Leben. Sie sind im Reifalter von 46 zum Bierbrauer geworden. Warum wird man Bierbrauer mit Mitte 40? Ja, es ist ja so ein Hobby für mich und dann ist es langsam so eine Passion geworden. Und ich wollte im anderen Geschäft, bin ich dann mehr im Büro gewesen. Ich wollte ein bisschen raus aus dem Büro und ein bisschen experimentieren mit Bier und mit naturellen Rohstoffen. Und das war etwas Interessantes gewesen. Danke, Raphael Mettler. Der Designer Jasper Morrison hat eine klare Vorstellung davon, wie ein reines, sprich gutes Möbelstück auszusehen hat. Der Brite hat dafür sogar den Begriff Supernormal geprägt. Supernormal, das ist also für Jasper Morrison etwa ein Stuhl, auf dem es sich gut sitzt und der gut aussieht. Voilà, nicht mehr, nicht weniger, reines Design eben. Nun ist das Schaffen von Jasper Morrison im Museum für Gestaltung in Zürich zu sehen. Hier sieht man das eigentlich sehr schön, wie er sogar auf die Wandstärke von dem Glas achtet, so dass es wirklich eigentlich daherkommt, als ob es als Glas ist, ein Mund bloß nichts. Die Suche nach der reinen Form. Natürlich ist sie einfach und gleichzeitig ist sie so unglaublich poetisch. Und ich glaube, das macht sie zu einem grossen Entwurf. Elegant und doch auch praktisch. Sie können in diesen Stuhl reinsitzen, wie Sie wollen, in jedem Winkel. Und es ist einfach immer unglaublich bequem. Bei Morrison gerät der Kurator Brändle ins Schwärmen. Auch IKEA liebt seine Entwürfe und lässt sich nur allzu gern inspirieren. Denn in seiner Einfachheit und Funktionalität ist Jasper Morrison unschlagbar. Schnörkellos ist sein Design und doch immer mit einer kleinen Raffinesse versehen. Also der Jasper Morrison steht für ein Design, das frei ist von Rigiki, von Pathos, aber frei eben auch von so einer Knäckebrot-Askese. Also so das Minimalisieren auf das absolute Reduzieren, das ist nichts, was ihn interessiert. Er sucht so eine gewisse Selbstverständlichkeit in der Form, Formen auch, die noch 100 Jahre Bestand haben mögen, und darum sind sie sehr oft eben nicht überdesignt. Sein Topseller, die Glowball-Lampe. Klassisch und exemplarisch für Morrisons Schaffen. Das ist in sich wirklich eine sehr reine Form und Reinheit an sich ist ja uninteressant. Das Tolle ist hier, dass die reine Figur mit dem etwas freakigen Kabel kombiniert ist. Reinheit macht ja nur mit Dreck Freude.
So zurückhaltend wie das Design, so auch der Designer selbst. Vor die Kamera tritt er so gut wie nie. Was zählt, ist einzig der Charakter des Objektes. Morrison erfindet die Welt nicht neu, sondern greift auf Bewährtes zurück. Davon zeugen seine Fotos und Texte über tägliche Inspiration. So basiert der Korkenzieher Sokrates auf einem Weinöffner, den es nur noch im Brocchi gab, der aber am besten funktionierte. Das ist etwas, das sehr schön seine Entwurfshaltung zeigt. Er sagt ja, wenn ich etwas entwirfe und die Leute merken gar nicht, dass da ein Designer am Werk ist, dann habe ich einen guten Job gemacht. Morrison sucht Referenzen, die er dann weiterentwickelt. Das macht seine Entwürfe außergewöhnlich. Für das Glas, das er hier hergestellt hat, hat er ja hunderte von historischen mundbloßigen Gläsern nebeneinander gestellt und fotografiert aus verschiedenen Winkeln und dann wie herausgefunden, was ist die gemeinsame Idee an, was ist quasi das, was bei all diesen Gläsern gleich ist. Und das dann hat er übertragen in die industrielle Produktion. Chronologisch erzählt die Ausstellung von Morrisons Suche nach dem abschließend gültigen Entwurf. Vielleicht ist es seine neueste Lampe. Die Reinheit zeigt sich hier halt wieder in der Suche nach der Essenz. Ich glaube, das ist das, was es ausmacht. Also, dass man das weglässt, was nicht nötig ist, und das, was aber wichtig ist für den Entwurf, unbedingt behaltet. Das sind die kleinen Details, wie zum Beispiel, dass die Achse hier so schön schräg drin sitzt. Das ist extrem wichtig. Man könnte die Achse auch gerade machen, dann wäre es noch reiner auf den ersten Blick. Aber es wäre relativ schnell dann eben auch langweilig. Die katholische Kirche nimmt ja für ihre Priester eine ganz extreme Form der Reinheit in Anspruch, die der sexuellen Enthaltsamkeit. Aber die vielen Missbrauchsskandale gerade der letzten Jahre zeigen auf, wie weit Realität und Anspruch auseinanderdriften. Der Film Spotlight erzählt die Geschichte des gleichnamigen Journalistenteams aus Boston, das in den letzten Jahren gleich eine ganze Reihe von Missbrauchsskandalen aufdeckte. Dieser Film räumte jetzt bei den Oscars kräftig ab. Mit der Auszeichnung für das beste Drehbuch und der wichtigste Oscar wohl für den besten Film. And the Oscar goes to Spotlight. Der Oscar für die Verfilmung einer wahren Geschichte. Boston 2001. Vereinzelt sind Fälle von Kindsmissbrauch ruchbar geworden. Doch bei Nachfragen wiegeln Kirchenvertreter ab. Der Kardinal, nun ja, er mag nicht perfekt sein. Aber wir müssen das Gute erhalten, trotz einiger verdorbener Äpfel. Lange Zeit lässt sich die Presse einlullen. Erst der neue Chefredakteur des Boston Globe wittert, dass mehr dahinter steckt. Das klingt für mich durchaus nach einer wichtigen Story für ein Lokalblatt. Monate mühseliger Recherche beginnen. Allmählich wird ein erschreckendes Ausmaß an Kindsmissbrauch durch katholische Priester sichtbar. Die Zahlen deuten an, dass hochrangige Geistliche involviert sind. Und mehr nicht. Sie deuten es nur an. Sie sagen uns, wenn wir eine Story über 50 pädophile Priester in Boston bringen, Mike, dann würden wir nur dasselbe Geschrei auslösen wie bei Porter. Das verursacht zwar Krach, ändert die Dinge allerdings kein bisschen. Konzentrieren wir uns auf die Institution, nicht auf die Priester. Praxis und Politik. Zeigen Sie mir, dass die Kirche manipuliert, nur damit diese Leute nicht angeklagt werden. Zeigen Sie mir, dass dieselben Priester wieder und wieder in Gemeinden geschickt werden. Zeigen Sie mir, dass das ganze System hat und von oben gesteuert wird. Die Reporter enthüllen ein skrupelloses Vertuschungssystem, bis hinauf zum Kardinal. Mitch, erzählen Sie mir, dass die katholische Kirche Beweismittel aus dem Gerichtsgebäude entfernt hat? Hören Sie, ich bin weder verrückt noch paranoid, aber ich habe Erfahrung. Checken Sie das Register, Sie werden sehen. Die kontrollieren alles. Auch Politiker und Anwälte sind in die Machenschaften verstrickt. Ja, ich habe die Schweine auch verteidigt. Das ist mein Job, Robbie. Ich habe nur meinen Job gemacht. Ja. So wie alle anderen auch.
Schon in Venedig sorgte das spürbare persönliche Engagement der Darsteller für viel Applaus. Etwas vom Wichtigsten in einer demokratischen Gesellschaft ist, dass sie investigativen Journalismus erlaubt. Wenn wir das verlieren, geben wir unsere Freiheit auf. Die Bostoner Skandalstory löste eine weltweite Enthüllungslawine aus. Der kirchliche Mythos der Reinheit ist seither zerstört. Der Film erlaubt dem Publikum, über diesen speziellen Fall hinaus auf alle Arten von institutionellem Machtmissbrauch zu blicken und sich zu fragen, wie das alles geschehen kann. Diese Diskussion ist sehr interessant. Allerdings, denn die reine Wahrheit ist für gewöhnlich alles andere als sauber. Das war unser Ausflug in die Bierbrauerei Trois Dames in Sainte-Croix, wo wir gelernt haben, zu viel Reinheit schadet dem Charakter. Gilt nicht nur für das, was im Glas ist. In diesem Sinne, Prost. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann geht es bei uns um den dressierten Menschen. Gleich jetzt folgt Doc mit den Schattenseiten des chinesischen Wachstums in Reinkultur. Sonté, kommen Sie gut auf die Woche. Tschüss. So, jetzt aber. Mit Ihrem Einsatz bewegen wir Kultur. Swisslos.